Die Mainau stand ganz weit oben auf der To-Do-Liste für meinen Bodenseeurlaub und so habe ich auch die lange Anfahrt von Bregenz über die Schweiz in Kauf genommen. Schließlich konnte ich den Besuch der Blumeninsel auch noch mit einer Besichtigung der Stadt Konstanz verbinden. Ich bin früh losgefahren und war so morgens kurz nach der Parköffnung am Eingang zur Blumeninsel. Dann bin ich direkt zum Schmetterlingshaus gelaufen, da es hier Corona-bedingt eine Begrenzung der Besucherzahl gab. So habe ich mir das Anstehen und Warten erspart. Das Schmetterlingshaus ist wirklich schön angelegt und eines der Besucher-Highlights, das man auf keinen Fall verpassen sollte. Das Barockschloss der gräflichen Familie Bernadotte präsentiert sich als architektonischer Mittelpunkt der Insel. Das sogenannte Deutschordensschloss wurde in den Jahren 1739 bis 1746 erbaut. Und trotz beschränkter Finanzen entstand hier eine schöne und nach meinem Empfinden auch repräsentative Schlossanlage mit imposanten Wappen. Die angrenzende Schlosskirche St. Marien wurde unmittelbar vor dem eigentlichen Schlossbau in den Jahren 1732 bis 1739 errichtet. Ihre Ausstattung, unter anderem der Hoch- und die Seitenaltäre, stammen von einem der bedeutendsten Barockbildhauer des deutschen Südwestens, Josef Anton Feuchtmayer. Die Deckengemälde und das Hochaltarbild von Franz Josef Spiegler sind, wie könnte es bei dem Namen St. Marien anders sein, dem Leben Marias gewidmet. Komplettiert wird das zentrale Gebäudeensemble im Herzen der Insel durch den Gärtnerturm aus dem 19. Jahrhundert und das Torhaus. Ansonsten grünt und blüht es an jeder Ecke der Insel und vermutlich auch zu fast jeder Jahreszeit. Ende Mai ging die Tulpenblüte so langsam ihrem Ende entgegen, doch dafür standen die Rhododendren und Pfingstrosen in voller Blüte. Einfach mega schön anzusehen und schwierig zu entscheiden, was da das Highlight ist. Klar, dass es eine Menge kostet, all das zu unterhalten und weiterzuentwickeln. Und so finde ich den Eintrittspreis von 22 Euro für ein Online-Ticket plus 6 Euro Parkgebühr auch gerechtfertigt. Und schließlich ist auch der Blick auf den Bodensee und die Berge einfach unbezahlbar. Wie erwähnt, wollte ich mir auch noch Konstanz ansehen und so habe ich mich am frühen Nachmittag losgerissen und bin die wenigen Kilometer bis in die Stadt gefahren. Was es hier zu sehen gibt, erfahrt ihr im nächsten Video.